Kingo T, gratulation zum Sieg über Laibach. Dritter Platz gesichert, wir haben gerade nachgeschaut, Salzburg hat gewonnen. Das heißt, ja, zweiter Platz aus der Reichweite. Wie bist du zufrieden mit der Leistung deiner Mannschaft heute? Ja, wir haben gewonnen. Und wenn man hat so viele Verletzungen und spielen jetzt, das habe ich 8 Wochen, 13 Wochen gespielt. Du versuchst eigentlich einen guten Schwung zu haben, aber was wichtig ist, keine Verletzungen. Und mindestens haben wir das gemacht mit einem Sieg. Man hat gesehen, du hast heute sehr oft auch die Linien gewechselt, also die Leute untereinander. War das schon Aussicht Richtung Playoff oder war das einfach nur aus Personalmangel? Beides. Dolezal hat nicht gespielt am Ende, weil er zu müde war. Er hat 4 gespielt in letzter Zeit. Wir haben 12 Spiele gemacht in 24 Tagen. Das ist eigentlich unglaublich. Und andere, ich habe eine Reihe gewechselt, weil alle muss spielen. Alle muss Spielzeit haben, weil sie werden alle spielen in den Playoff. Es schaut so aus, wahrscheinlich Graz, also Graz hat gewonnen, vielleicht hat verloren, Linz hat auch verloren. Schon letztes Mal gefragt, egal welcher Gegner kommt, oder? Genau, ich meine, ich habe schon gesagt, alle 6 Österreicher Mannschaft kann die Finale erreichen. Graz ist as good as Linz, ist uns, Villach, in der Salzburg in Klagenfurt natürlich, aber Glück und Pech wird viele zählen. Glück natürlich mit Lucky Goals und Pech mit Verletzungen und Bad Bounces. So, das wird ein sehr interessanter Playoff. Vielen Dank, danke. Alles klar.